Haben wir keine Metallplatten mehr? Mann, Mann, Mann. Echt nicht? Ich hatte auch nur 70 oder so, aber ein bisschen länger hatte ich mir schon vorgestellt, dass es reicht. Mal 50, haben wir denn keine Metallplatten mehr? Doch, da 311. Ja, das mit der Sortierung in dem Fachcontainer, das müssen sie echt noch ein bisschen überarbeiten, dass du einen besseren Überblick hast. Ja, das stimmt schon. Vielleicht irgendwie dir alles als Gesamt anzeigen lassen kannst oder sowas. Wäre schon ganz entspannt. So. Also das mit den Herstellungskomponenten, das ist wirklich ein Graus. Ich baue jetzt die ganze Zeit schon. Und egal wie viele du hast, es fehlen einfach immer welche. Ja, das glaube ich. Ist eigentlich in dem Assembler... Ja, der pumpt nicht raus, das ist extrem gefährlich. Aber das kriegen wir auch irgendwie noch hin. Ich baue jetzt hier gerade das Gerüst für die Treppen fertig. Ah ja, ich sehe es. Gatling hat jetzt eigentlich noch gar nicht geschossen, ne? Nee, Gatling hat noch gar nicht geschossen. Ich glaube, die Asteroiden haben einfach keinen Bock auf Gatling. Aber die Gatling hat keinen Bock auf Asteroiden. Das wäre die schlimmere Variante. Das wäre die deutlich schlimmere Variante, ja. Wobei der müsste jetzt eigentlich, wenn das Stück angeschlossen ist, müsste der rauspumpen. Wir haben wieder keine Komponenten mehr. Schrecklich, schrecklich. So, ich habe gerade ein Bild von dir noch gemacht. So, okay. Sicherheitshalber. Und diese Pressefotografen, ey. Ja, ja, ganz, ganz furchtbar. Ich kann nicht anders. Es muss sein. Immer gerade kurz Stahlplatten vor, die gehen ja ziemlich schnell. So. Oh, Stahlplatten, ja. Ich habe auch keine mehr. Herstellungskomponente und Computer. Computer haben wir noch, ne? Ja, 100 habe ich wieder. Das bringt mich aber, glaube ich, nicht weiter mit 100. Mal schauen, ob wir das schon mal reinkriegen. Er reicht bei Vibe nicht aus. Also auch Computer brauchen wir noch eine ganze Ecke von. Okay. Leckt es gerade bei mir ein bisschen. Meine FPS machen gerade ein bisschen. Bei dir leckt? Spaßparty. Ja, ich habe irgendwie nur 40 FPS gerade. Ja, ich nehme konstant bei 30 gerade auf, also. Ja. Komisch. So, der zweite Assembler ist dann auch gleich fertig. Und dann können wir auf jeden Fall parallel schon mal ein bisschen arbeiten. Wenn es klappt, hängt der auch direkt am Connector dran, also müssen wir mal schauen. Ja, die Herstellungskomponente. Ja, boah, ja, wieder welche. Ah, du hast hier noch einiges noch gebaut. Ich zeig das mal gerade hier bei mir. Also die Verbindungen gehen dann quasi noch hier hinterlang, hier in den Connector, da in den Assembler rein. Dann hoffentlich auch... Ach ja, klar, dann direkt auch in den Assembler. Dann musst du hier noch einen Connector ändern. Oh. Oder funktioniert das, wenn die beide so verbunden sind? Diese, also der, pass auf, der Assembler hier, ich habe da voll den Plan, der Assembler... Ja, hängt der rechte, an ja. Dem Connector dran. Ah, okay, ja, ja. Ja, das bedeutet, es kann höchstens sein, dass wir, wenn der es nicht funktioniert... Das auch mal gerade. Guck hier mal gerade rein. Ihr seht hier dann diese kleinen Ärmchen, die bauen quasi unsere Sachen zusammen. Das ist verrückt, ne? So ist das in der Zukunft. Ja, und wenn das nicht funktionieren sollte, mache ich hier nochmal eine Rundung hin in den nächsten Connector rein. Also so ist der Plan zumindest. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Also da sind wir uns noch ein bisschen unschlüssig, glaube ich. Alle. Du und der Connector? Ich und der Connector, ja. Das, ob das so wirklich funktionieren kann, weiß ich nicht. Müssen wir einfach ausprobieren. Wichtig ist bloß, dass es dann weggepumpt wird, das Zeug. Auch wenn das jetzt alles irgendwie auf dem Kopf steht. Oder zumindest zur Seite gelehnt ist. Also mit deinem grünen Licht ist total geil, ne? Ich sehe immer, wenn du über mich drüber fliegst. So. Hier können wir nochmal großflächiger arbeiten. Habe ich jetzt irgendwann mal Stahlrohre hergestellt? Ja, zu wenig. Fürchte, dass mir jetzt gleich wieder die
Metallplatten ausgehen. Ich guck mal gerade. Winter, ja, keine mehr drin. Okay, ich brauche auch noch ein paar. Ich nehme jetzt erstmal so fehlen hier wahrscheinlich welche. 50 raus. Nee, hat genau gereicht. Das ist natürlich, das ist schön. Das gefällt mir. Ja. Hier habe ich was verpennt, aber das ist okay. Bist du zufrieden quasi? Zufrieden, ja. Haben wir noch Stahlplatten? Jetzt naja, nicht mehr viele. Ich produziere gerade wieder welche. Ja, das, also der zweite Assembler ist auf jeden Fall notwendig. Da ja, führt kein Weg vorbei dran. Weil Rohstoffe haben wir. Die Ressourcen stellt die Fabrik auf jeden Fall bereit. Aber es, das dauert halt einfach vom Bau her. Bauen wir hier gerade eine Ecke wieder raus. Wo ich mal wieder schlampig war. Was? Das gibt's doch gar nicht. Nee, eigentlich passiert mir das auch nicht. Normalerweise baue ich immer ein bisschen so gekünstelt. Oder total verwirrend auf jeden Fall. Das kann ich ganz gut, ja. Bei mir ist immer alles durchplant. Ja, bei mir auch. Bloß gerade du siehst es jetzt an den Connector-Anschlüssen, wie durchplant das bei mir ist. Das ist dann meistens so, oh, du kriegst doch nicht ganz rein. Aber warte mal. Irgendwie, wenn wir das so machen, dann geht's schon noch. Also es ist ein bisschen, keine Ahnung. Ja, aber so ist das ja mit Ingenieuren. Ich habe ja auch einen Ingenieursstudiengang. Ja, ja. Ich nicht. Man sagt immer so bei mir im Ingenieurstudiengang, funktioniert es noch? Ja, dann mehr Features. Funktioniert es nicht mehr? Perfekt. Also so ungefähr irgendwie so. Mm-hmm. Funktioniert es noch? Ja, dann mehr Features rein. Dann irgendwie haben wir zu viele Features. Ja, kann nicht funktionieren. Irgendwie so war das. Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher. Aber das ist so ein typischer Ingenieursspruch. So. So, jetzt haben wir zwei Assembler. Ja, dann brauchen wir mehr Features. So, ich bin mal am Assembler und guck jetzt mal schnell. Ich muss den, glaube ich, noch auf Nobody stellen. Aber so ist es auch tatsächlich. Echt? Wirklich, wenn ich ein Programm habe, das funktioniert, dann sagt mein Arbeitgeber quasi, wir können doch noch das und das einbauen, wenn es jetzt gerade so gut läuft. Wie schaut denn das schon, eigentlich schon aus? Schon geht wieder nichts. Schon geht gar nichts mehr. So, warte mal, haben wir gar keine Rohstoffe mehr? Eisen oder sowas? Nee, tatsächlich nicht. Oh! Gar nicht? Nö, wir sind komplett out of Eisen. Ja. Ist natürlich hier. Dann würde ich sagen, ist das genau mein Stichwort. Zeit für den Bohrer! Weil wir auch gleich mal eine Aufnahmepause machen können eigentlich. Ja, können wir auch machen. Ich würde jetzt hier noch das Dach fertig bauen und dann vielleicht noch ein bisschen die Seite. Ich würde vorschlagen, wir machen das genau so. Du baust jetzt dein Dach fertig. Ich besorge in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen Eisen. Nach Möglichkeit kein Nickel. Ein Nickel? Kein Nickel. Kein Nickel. Paar Nickel. Paar Eisen, paar Nickel. Da müssen wir was essen hier. Ja, das wundert mich auch, dass das nicht gibt. Aber es ist halt doch kein Daisy, ne? Nee, aber ich finde das mit dem Lebenssystem, dass sie einen erhalten, weiß ich nicht. Aber es kommt vielleicht auch noch dazu. Food Processing, kann ich mir vorstellen. Wäre natürlich auch interessant, dass du dann so eine Art hydroponische Gartenanlage oder sowas brauchst. Genau, ja. Was ja gar nicht so abwegig ist eigentlich. Nö, finde ich auch völlig okay eigentlich. Wir haben nur noch 14 Kilo Eisen. 14 Tonnen. 14 Tonnen? Im Assembler, der konnte jetzt gerade überhaupt keinen Eisen ansaugen. Hä? Also wir sind gerade 14 Tonnen drin. In dem einen Assembler. Ja, der andere hat gar nichts. Mhm. Ja, sich ein. Der saugt nämlich nichts aus dem Frachtraum, weil der eine sich vollgesaugt hat damit. Das ist mit allen Rohstoffen okay. Wahrscheinlich jetzt so. Und in der Fabrik, also in der Raffinerie ist auch nichts mehr von Eisen drin. Das ist eher das Problem. Tatsächlich, hast du recht, aber verteil doch einfach was um. Ja schon, aber wir können doch einfach was abbohren. Ja, sehe ich auch ein. Hast ja nicht Unrecht. Ich will bohren. Ich merke das schon. Ah, hätte ich jetzt nicht nachgeguckt, hätte es keiner gemerkt. Nein, guter, hätte niemand gemerkt, Versuch. Weil ich habe es auch nicht gezeigt. Guter Versuch. Ja, so mache ich das. Das ist meine Masche, ja. Ja, wir müssen bohren. Immer Gründe zum Bohren finden. Ja. Ey, wir müssen jetzt bohren. Ja, es hilft ja nichts. Ja. Wir gehen ja sonst kaputt. So. Uran nehme ich auch noch ein bisschen mit, weil das ist gerade genau an der Kante mit. Wird natürlich später noch alles ein bisschen verschönert, so. Ihr müsst euch da jetzt keine Sorgen machen. Wir haben auch noch schöne Lampen und alles rein. Oh ja, die Lampen. Lampen sind das Beste. Oh.
quasi ja, meine Expertise gibt. Also das ist ja wirklich dein Steckenpferd, ja. Die Lampen. Die Lampen. Also da bist du wirklich Innenarchitekt vom Allerfeinsten. Heißt es dann Beleuchtungsarchitekt? Beleuchtungsfachkraft? Lichttechniker würde ich mich gerne nennen. Lichttechniker? Ja. Strahlexperte. Ich habe tatsächlich ein bisschen Ahnung von Beleuchtungstechnik auch im echt? Linksbereich, also was Veranstaltungen und so angeht. Ich könnte, wenn du mich vor so einen Lichtpult setzen würdest, könnte ich das bedienen. Ja? Ja, ja. Ich habe das früher mal gemacht. Das ist ja verrückt. Ich glaube, also ich würde einfach nur professionell, aber... Ja, also lässt du mir auf jeden Fall weiter. Die habe ich geleitet, ein bisschen. Ach so. Und da waren wir quasi auch für die ganzen Veranstaltungen zuständig, die in der Schule waren und auch externe Veranstaltungen. Mhm. Habe ich auch Geld für bekommen. Ja, Hauptsache die Kohle fließt, ne? Kohle, ja, Kohle, ist ja Kohle. Wie bei YouTube, ne? YouTube Money. Ja, ja klar. Wir sind ja jetzt reich. Ja, wir müssen auch mit unseren insgesamt 1000 Abonnenten jetzt, also wenn man beide Kanäle so zusammenzählt, dann, wir steigen jetzt dann später wieder in den Privatchat ein und dann hauen wir wieder ab, ne? Also, ich meine, hätte ich jetzt den Porsche nicht, wüsste ich gar nicht, wie ich zu dir kommen würde, um die Aufnahme zu machen. So, das ist ja, ja ehrlich, das mal. Muss man ja auch haben, so, ne? Na, vor allem, du kannst ja nicht einfach mit irgendwas anderem fahren. Hallo, wie unangenehm ist das denn? Nee. Nachher erkennt mich noch jemand auf der Straße. Ja, eben, ja. Ist das nicht der mit 500 Abonnenten? Warum fährt der denn Fiat? Ja, ehrlich oh, mal. Oh. Oder Citroën. Citroën, Gottes Willen. Daihatsu. Ja. Daihatsu ist, glaube ich, die Marke, wo selbst die Leute, die das Auto herstellen, die Marke kacke finden. Ja, dann würde ich sagen, geht das Markenkonzept auch total auf, ne? Ja, ja klar. Ich glaube, das gehört aber dazu, das muss so. Ja, gut, wobei, Daihatsu halt, ne? Verkaufen sich nicht schlecht, die Wagen, muss man ja auch mal sagen. Ja gut, Daihatsu musst du überlegen, wo werden die eigentlich, für welchen Markt werden die eigentlich gebaut, ja? Ja, klar. Und das ist eigentlich für den asiatischen Raum und da müssen die Karren einfach nur fahren. Oh, jetzt schießt das Gatling gar nicht, ich sehe es gerade bei was? Mir. Was? Und ich sehe es nicht. Jungs, wir beeilen uns. Der visiert ja jetzt gerade die ganze Zeit Asteroiden an und zerstört die. Das klappt schon ganz gut. Wo schießt die Gatling? Warte mal, die kommt von da. Boah. Hallo, der da. Gatling. Oh. Ich dachte erst, der trifft uns, der eine Asteroid. Da ist auch einer also kurz vor der Basis eingeschlagen. War es überhaupt nicht gefährlich, aber es sah gefährlich aus. Ja, die rotzt hier aber auch ganz schön weg, du. Ja. Weil die echt Probleme kriegen könnte. Wenn du überlegst, dass wir jetzt auf das, was wir hier bauen, noch ein Dach bauen, ja, gut, bauen wir auf jeden Fall auf der anderen Seite auch noch einen. Ja, auf der anderen Seite, da habe ich eigentlich auch mental schon einen geplant gehabt. Mental schon einen geplant gehabt? Mhm. Achso, warte mal, wenn ich jetzt hier lande, ist Blödsinn. Bau mich mal nicht zu, bitte. Komme ich da durch? Ja. Hallo? Weiß ich nicht. Oh. Ach, das ist mein Schiff, was da oben fliegt. Du bist da. Ja. Oh, das wird spannend mit der Treppe. Ja, da unten ist natürlich nicht zum Landen jetzt mehr gedacht, ne? Du kannst natürlich auch oben landen. Lande doch oben, hier. Ja, bloß, warte mal. Wo ich jetzt stehe, würde ich landen. Moment, ich muss mal kurz in die Außenansicht. Ja, da hatte ich es eigentlich vorgehabt, aber ich habe ja jetzt wahnsinnig viele Rohstoffe dabei. Ah, okay. Ja, dann lass es einfach in der Luft schweben. Ja, ich habe jetzt gerade die andere Idee. Kannst du auch den oberen Eingang von der Raffinerie mitnehmen? Warte. Ich habe eine andere Idee. Das passt natürlich jetzt überhaupt nicht zu unseren Plänen, eine Aufnahmepause hier reinzudonnern. Aber ist mir jetzt egal. Kannst du auch was anders bauen, ist ja egal. Nee, ich habe nämlich den Plan jetzt gerade entwickelt, für mich selber. Wir bauen da oben einfach gleich in den Geschützturm einen Verbinder rein. Verstehst du, was ich meine? Nee. Okay, ist nicht schlimm. Ich will einen Verbinder haben. So meinst du das? Ah, ja. Im Geschützturm. Ah, okay. Hä? Gecheckt. Das, was da jetzt läuft, check ich allerdings nicht. Achso, okay. Der hat ihn irgendwo in die Raffinerie reingesaugt. Assembler. Oh, das ist echt, da kriegst du Kopfschmerzen bei sowas. Ich hab jetzt mal so das Gerüst gezogen. Und jetzt hier wollte ich noch ein bisschen verschönern. In den Treppen. Dann wäre ich eigentlich bereit für eine Aufnahmepause, je nachdem, was die Uhr aussagt. Die Uhr sagt jetzt fast ist 100 Timing, Minuten. Timing. Eigentlich perfektes Timing, ne? Eigentlich wenn wir ja. So 20 Minuten Folgen anstreben. Also ich würde fast noch 5 Minuten draufhauen, ja, für die Abonnenten. Klar. So nochmal. Für die Abonnenten. Für die Abonnenten, ja.
Für jeden auch sonst. Also für jeden, ja, für alle. Wollen ja niemanden ausgrenzen. Ja, aber so in 5 Minuten gerne haben wir genau die 100 voll. Die nicht abonniert haben. Achso. WM ist jetzt vorbei, wir können jetzt ein bisschen rassistischer wieder sein in unserem Netspace. Ja, Nicht-Abonnenten raus, verstehst du? Ja, also wenn du nicht Abonnent bist, der gerade zuguckst, dann beende bitte das Video. Ja, jetzt. Sofort. Sofort. So, wir können uns nicht alles gefallen lassen. Ja. Keine Angst, ich finde dich. Ich habe Watch Dogs gespielt. Ach so, du kennst wenn dich jetzt voll aus, ne? Wenn du guckst, mein Freund, werde ich dich finden. Wo auch immer. Da komme ich in meinem Porsche, bezahlt mit YouTube-Money, vorbei. Überfahr dich. Ja. Eiskalt. Eiskalt. Ohne Gnade. So. War doch ein bisschen eng hier unten, ne? Wie jetzt eng? Weiß nicht, also so 2 Raffinerien passen hier noch rein. Meinst du nicht, wir brauchen irgendwann 3, obwohl mehr als 2 werden, 3 werden wir, glaube ich, nie brauchen, ne? Ich glaube auch nicht. Jetzt warte mal, jetzt baue ich hier, wenn ich das, ich muss irgendwo mir überlegen, wir brauchen ja Platz für den Verbinder. Du musst ja auch mal mit einem riesen Schiff da andocken können an so einem Teil, weil unsere Bohrer ja erfahrungsgemäß immer größer werden, je länger wir spielen. Ja, sich voll ein. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll. Wenn jetzt, also der, die Gatling hat ja gerade geschossen. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Da sind wir uns einig, ja. Das heißt, die hat sich jetzt mit neuer Munition vollgesaugt. Das heißt, es wäre jetzt nicht schlimm, das hier so weit zu bauen. Und ich habe gerade Herstellungskomponenten abstürzen lassen. Und dadurch, dass jetzt so viel Licht auf meinem Monitor ist, sehe ich die nicht mehr. Ah, da. Hier nichts verloren. Sehr gut. Im Übrigen, beide Assembler laufen, ne? Sehr gut. Bauen wir gerade die Krankenstation neu. Ah, die müssen wir dann auch mal mit nach oben nehmen. Ein bisschen improvisiert hier nach unten erstmal noch. Ja, ich wollte jetzt erstmal nach unten bauen, dadurch, dass wir vielleicht... Oh, ich habe ganz viel interne Panzerung verloren. Wo ist die denn hingelandet? Oh, scheiße, Stahlrohr klein. Voll viel interne Panzerung ist weg. Interne Panzerung? Ja, die war hier in der Krankenstation. Ich konnte die nicht aufnehmen, aber die hat sich nicht hier hingelegt. Oh, hat sich die quasi durch den Boden weggebackt. Guck mal gerade. Ich komme ja auch unter die Station mit meinem langen Bohrer. Weil hier liegt auch nichts rum. Willst du jetzt mit deinem langen Bohrer angeben? Mist, der hat's gemerkt. Oh ja. Keine Ahnung, scheint weg zu sein. Öde. So, warte mal jetzt. Wenn wir hier einen... Unkulio. Einen machen... Ergos, Stahlrohr, interne Panzerung. Haben wir denn noch interne Panzerung? Ich glaube nämlich nicht mehr. Interne Panzerung müssten wir ja nicht mehr viel haben auf jeden Fall. Oh, 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 das wird sportlich hier. Ah, es geht aber relativ schnell. So, dann nehme ich die anderen Sachen gerade noch mit. Teilgerüste brauchte ich, glaube ich, noch 30 oder so. Und zwar, ich baue jetzt mal gerade. Muss ich auch nochmal sagen, ich baue jetzt hier einen Verbinder her. Nochmal 19. Und mit dem Verbinder, keine Ahnung, wie man das jetzt am besten erklären soll, mit dem Verbinder, den wir hier hinbauen, können wir Schiffe an die Station andocken. Das heißt, wir müssen nichts mehr manuell ausladen. Wir docken einfach mit dem Bohrer an der Station quasi an. Und die Station versorgt A, das Schiff, weil die jetzt dann quasi, wenn man das verbunden hat, als Teil der Station zählt. Und entlädt gleichzeitig automatisch auch die Rohstoffe in die Raffinerie rein. Und das ist eine enorme Zeitersparnis. So, und dann brauchte ich noch irgendwas, großes Stahlrohr, genau. Ich glaube, 5 sollten da reichen. Jetzt habe ich gerade beim Herfliegen vergessen, was ich mitnehmen wollte. Ich glaube, es war ein Computer. Ich hoffe, es war ein Computer, weil das wäre sonst extrem peinlich. Es war ein Computer, Gott sei Dank. Doch, kein Alzheimer. So, eine gleiche Geschichte brauchen wir jetzt hier auch nochmal dran. Ah, leichte Stahlplatte. Oh, oh, oh. Ob das so funktioniert, weiß ich nicht. So, ich pack mal mein Schiff da oben ein bisschen um. Ich gehe gerade so im Weltall. Das steht so ein bisschen im Weltall. Steht quasi einfach im Nichts. Ja. Das ist... Richtig. Das ist ja aber nicht schön, ne? Ist bestimmt einsam. Ne, nur richtig. So. Okay. So. Das Ding möchte ich jetzt nämlich noch fertig bauen und noch die Rohstoffe rumschieben, bevor wir unsere Pause machen. Mann, was du nicht alles möchtest. Doch, ich will das. Ich möchte das so. Lass mich. Metallgerüst und Herstellungskomponente.
Metallgerüst vor allem. Stahlplatte. Ich glaube, unsere Zuschauer hören die ganze Zeit nur Sachen, die wir brauchen, aber nie irgendwas, was wir haben. Nee, nee. Oh, da wird geballert. Metallgerüst. Es wird geballert. Ballern! Ja, ja. Schon ganz gut. So, jetzt schauen wir mal. Wie schaut's hier? Achso, warte mal. Habe ich jetzt die Stahlplatte mitgenommen? Eine Panzerung brauche ich auf jeden Fall auch noch. Ich habe eine Panzerung und Herstellungskomponente. Ah, zu viele Informationen. Die Herstellungskomponente sind echt eine Qual, ey. So. Haben wir da schauen echt wir mal, ob das 15 funktioniert. Stück von? Nee, da unten. So. Mal gucken, ob der Bohrer das mag. Wir machen Assembler 2. Oh ne, da stellst du mir schon so zu viel her, da habe ich keine Lust drauf. Was? Ne, da wollte ich jetzt nicht rumschieben. Das, so wichtig ist es jetzt auch nicht. So, wir müssen jetzt von hinten schauen. So. Wollte ich jetzt mal die Treppen hier fertig machen. Oh, verdammt. Hast du jetzt wieder verkackt? Ne, ich nicht. Und zwar... Da ist ein Asteroid genau in die Energieleitung reingeflogen. Für die, Ja, Tatsache. Sieht gut aus. Ja, hilft uns nicht viel. Oh, das ist voll ganz katastrophal. Nein! Wieso nur? Oh, nee. Warum okay, also denn? Aufgabe für nächste Aufnahmesession auf jeden Fall mehr Gatlings bauen. Mehr Gatlings, überall, an jede Ecke. Sollten vielleicht doch dazu übergehen, die auf dem Dach zu platzieren, weil dann können alle in alle Richtungen schießen. Sonst kannst du ja immer nur, ja, wir immer ja nur eine Dach. In eine Richtung. Ja, ja, klar. Das war ja das auch. Blöde jetzt gerade. Wir hatten ja kein Dach. Metallgerüst brauche ich bei der hier noch? Okay, ich brauche nur Metallgerüst. Kann ich das Ding hier nicht bauen? Förderband, ist doch... Ist doch ein Alter, Förderband. Wie viel wir geschafft haben, ey. Unfassbar. Ja, also es wird immer mehr, habe ich so das Gefühl, aber... Ich krieg hier kein Förderband rein, aber warum nicht? Muss ich das erst angeschlossen haben? Oh, das wäre natürlich ganz blöd. Herstellungskomponente. Wie ist denn der da durchgekommen? Vor allem so nah an der Gatling. Herstellungskomponente habe ich ungefähr alle dabei. Du hast alle dabei? Ah, ich ja, noch ein Stück oder so habe ich mitgenommen. Geh hier mal rein. Okay. Jetzt geht's. Hä? Was ist jetzt passiert? Stahlrohr klein, okay. Hast du? Keine, ne? Na, ja, hol ich schnell welche. Noch zumindest. Hier gerade noch die. So, dann müsste nämlich Weg die Leitung wieder gleich wieder laufen. Oh, hier ist die Gravitation aber auch sehr niedrig, kann das sein? Je weiter raus, du kommst ja. Ach, das, nee, das war, weil ich in eine andere Richtung geguckt habe, dann verändert die sich, das wusste ich gar nicht. Okay, also die Gatling läuft wieder. Die hat wieder Druck auf der Leitung. Sehr gut. Und ich versuche jetzt irgendwie dieses Schiff hier reinzubekommen. Nach links. Mal C. Warte mal, C. Na? Ja, er saugt an. Wunderbar. Ich sperre. Alles klar, jetzt wir sind drin. Ist er verbunden. Sehr gut. Und jetzt wollte ich euch das, genau das wollte ich euch jetzt zeigen. Owner Nobody. So, damit er auch alles saugen kann. Ich stell auch mal den Owner von allem, was ich kann. Und jetzt müsstet ihr nämlich Folgendes sehen. Alles, was hier gelb oder orange ist, ist quasi jetzt Stationseigentum, ist aber trotzdem verbunden. Ich kann auf alles zugreifen und alles rumschieben, wie ich möchte. Und normalerweise müsste jetzt eigentlich diese 16.000 Eisen, müsstet ihr jetzt rausnehmen. Und dann... Hat er gemacht, ne? Hat er nicht gemacht. Also er hat den Verbinder gelegt. Ich habe es jetzt in den Verbinder gerade gepackt, in der Hoffnung, der macht das. Aber er saugt es nicht an. Hast du alles auf Nobody gesetzt? Ja, gerade eben. Kann auch sein, dass er das nur ansaugt, wenn die Raffinerie leer ist. Das wäre auch möglich. Das haben wir ja noch nicht getestet. Also du kannst es auf jeden Fall reinlegen, das ist immer das Wichtigste. So, ich gebe mal ein bisschen Stoff jetzt hier auf Eisen, weil das scheint wohl unser Hauptproblem zu sein, dass wir kaum Eisen haben. Solarzelle. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal Schluss hier. Ja, also, ich würde gerade im perfekten Moment. Ja, ich doch auch eigentlich, ja. So, ich mache das Schiff jetzt mal aus. Wir stehen übrigens schon komplett. Das ist ja auch hier. Du hast gerade die ganze Station ausgemacht. Ah, okay. Das war natürlich nicht mein Wunsch, Moment. Wunder mich schon, warum wir auf einmal keine Schwerkraft mehr haben.
Okay, ich muss natürlich erst abdocken. Nö, ich lass den einfach so hängen. So, okay. Warte mal, wie lange geht denn das? Trägerzempel verbleibende 20 Stunden kann der hier hängen bleiben. Ja, geschenkt. Geschenkt. Also in 20 Stunden ist die Energie plus unser Bohrer aus. So. Ich habe aber auch noch ohne Ende Uran mitgebracht, also, naja, läuft noch ein bisschen länger. Schon ganz geil aus, die Basis. Ja, also ich muss auch sagen, mir gefällt das auch immer mehr. Ich war erst noch nicht so überzeugt von der Idee, dass wir nach oben gehen, aber mittlerweile schon. Ja, also das mit dem nach oben gehen, uns blieb fast nichts anderes übrig, weil in die Breite zu bauen wäre... zu viel graben müssen einfach. Ja, da wären wir niemals zu der Gatling als Verteidigungsgrundlage gekommen. Weil der Bohrer die ganze Zeit im Einsatz gewesen wäre. Ja gut, du kannst die Gatling natürlich auch auf der Plattform einfach platzieren. Ja gut, wir können ja jetzt quasi von hier aus, wenn wir das dann dicht haben, kommt ja eh noch was drüber als Anlandefläche, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Und über dieses Teil kommt ja noch ein Dach. Und da können ja noch Gatlings drauf, beziehungsweise Raketenwerfertürme. Ja, klar. Also wir haben noch viel vor, ihr merkt das schon. Ja, vor allen Dingen, je mehr man baut, desto mehr Ideen kommen einem, was man noch bauen könnte. War jetzt auch ein Geheimtipp nur für die Abonnenten, denn die anderen haben ja gerade schon abgeschaltet. Ja, ja, die sind ja schon weg. Ja, wir sind ja unter uns. Genau, sind ja unter uns. So, und dann müssen wir uns überlegen, was wir nämlich noch machen, gerade in Bezug auf, wir müssen... Wow. Das auf mich ballert. Oh, oder es sind große Brocken, die da kommen. War zumindest gerade einer. Da hinten kommt noch einer. Entgegen. Direkt aus der Sonne kommt einer. Ja, ich bin jetzt gleich bei dem. Der schießt und... Bam. Weg. Wunderbar. Das funktioniert schon mal. Ja, diese Förderleitung muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen verstärken. Oh, da kommt einer rein. Der hat's geschafft. Also wir müssen in die andere Seite auch noch was machen. Das knallt ganz schön, wenn die einschlagen. Ja, die hinterlassen, glaube ich, auch Krater, ne? Ja, ich glaube auch. Nicht, dass unser Asteroiden noch auseinanderfliegt. Boah, ich bin ganz schön schnell. Na was? Ui. Okay. Ich sehe dich noch gar nicht. Bin hinter dir. Ah. So, ich würde sagen, dann machen wir Schluss hier. Ja, ich würde auch sagen. Ne? Dann macht's gut da draußen. Jo, und bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Ciao. Ciao.